Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Zweitkanal und heute einfach mal mit einer kleinen Analyse, mit einer kleinen Prediction zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Ich denke, das interessiert den ein oder anderen, was ich da tippe. Ich werde dann auch für diejenigen, die meinen Hauptkanal abonniert haben, am Mittwoch wahrscheinlich das Ganze ansprechen. Das heißt, ich denke mal, am Mittwoch kommen hier noch ein paar mit dazu an den Start, die das Ganze ganz gerne sehen wollen. Und ja, wir starten rein. Ich habe jetzt schon mehrere Predictions gesehen. Ich gehe mit manchen konform, mit manchen nicht ganz so, aber ich werde das Ganze hier jetzt auch einmal durchgehen und ich habe mir überlegt, ich werde das Ganze auch ein bisschen anders aufbauen und zwar zuerst werde ich einfach mal in jeder Gruppe den Gruppensieger küren, weil ich finde, der Gruppensieger steht in den meisten Gruppen ein bisschen mehr fest als die ersten zwei. Bei dem zweiten Platz gibt es manchmal so Schwankungen und deswegen fange ich einfach mal an mit den Gruppensiegern in jeder Gruppe. Ich habe hier rechts jetzt auch mir noch was auf einem zweiten Monitor aufgestellt, so dass ich da nochmal ein bisschen Übersichten habe, ein paar Fakten, dass ich euch das Ganze natürlich auch mit meinen Fakten erläutern kann, warum ich sehe, dass diese Mannschaft ganz vorne am Start sein wird. So, wir fangen an mit Uruguay. Uruguay ist für mich der Favorit in Gruppe A. Und zwar einfach aus dem Grund, Uruguay hat in meinen Augen einfach einen sehr, sehr starken Kader. In der Innenverteidigung das Atletico Madrid-Duo zwischen Jiménez und Godin. Godin natürlich als Kapitän, hat auch unglaublich viele Erfahrungen. Ist mittlerweile 32 Jahre alt, hat Champions-League-Spiele ohne Ende. Also der ist unfassbar stark. Das ist schon mal für mich in der Defensive, ja, die wichtigste Achse. Dazu kommt noch Muslera am Tor, ist auch nicht mehr der jüngste, 31 Jahre. Und ich finde, bei Weltmeisterschaften ist Erfahrung immer so ein wenig das A und O. Und Muslera ist natürlich mit 31 Jahren auch erfahren. Dann gehe ich mal hoch zum Sturm bei Uruguay. Da hat man einen Cavani, einen Suarez. Dann hat man noch einen Maximiliano Gomez, der bei Celta Vigo spielt. Also die sind wirklich stark aufgestellt, was die Offensive betrifft. Und da mache ich mir eigentlich nicht ganz so Sorgen. Dann haben sie im Mittelfeld auch zwei etwas jüngere mit Vecino, 26 Jahre jung, aber ein Marktwert von 23 Millionen laut Transfermarkt.de. Und dann noch den bekannteren in meinen Augen, also ich kenne ihn eher, Bentancur von Juventus Turin. Spielt natürlich bei einem Verein, der denn doch ein wenig höher angesiedelt ist. Zentrales Mittelfeld, Marktwert von 12,5 Millionen, ist aber jung, 20 Jahre. Aber für mich hat wirklich Uruguay einen sehr, sehr starken Kader. Und deswegen sehe ich die in Gruppe A als Gruppenerster an. In Gruppe B ist das für mich ein bisschen eindeutiger. Da ist für mich so ein bisschen das Duell zwischen Spanien und Portugal um Platz 1, aber da sage ich ganz ehrlich, Spanien ist eine Mannschaft, die hat Wettbewerbserfahrung, die ist unfassbar stark bei Turnieren, nimmt da direkt mal Platz 1 mit. In Gruppe C ist das, glaube ich, recht eindeutig. Ja, da würde ich sagen, gehe ich einfach mal auf den derzeitigen, ja, gar nicht so weit oben. Ich dachte eigentlich FIFA-Ranking ein bisschen weiter oben, aber nur Platz 7 Frankreich. Nehme ich da mal mit. In Gruppe D ist das dann direkt Argentinien, dann Gruppe E, Tabellen, Zweiter im FIFA-Ranking, Brasilien. Ich glaube, auf die Platz oder auf die Platz 1-Mannschaften muss ich bisher nicht außer Uruguay so viel eingehen. In Gruppe F macht das in meinen Augen dann auch Deutschland, also kann ich ganz ehrlich sagen. Ich denke mal, Deutschland wird das machen. In Gruppe G ist dann wieder das Ganze ein bisschen enger. Da sehe ich England und Belgien tatsächlich weit vorne. Ich habe irgendwas gehört bei manchen Panama. Also ganz ehrlich, Panama kann gute Spiele gemacht haben in der Vergangenheit so, aber wir sind hier bei der Weltmeisterschaft. Es kann eine Überraschung geben, Panama. Also nagelt mich nicht ans Kreuz, falls Panama da irgendwie weiterkommt. Aber ja, ich sehe Platz 1 und Platz 2 eigentlich ausgespielt zwischen Belgien und England. Und da sehe ich dann tatsächlich, ich schaue jetzt nochmal hier rein. Erstmal schaue ich mir mal einmal die FIFA-Rankings an, da ist Belgien auf 5 und England in Anführungsstrichen nur auf Platz 12. Ich sehe Belgien auch in meinen Augen ein wenig weiter vorne und das einfach, weil die Spieler haben, nein, Golan ist nicht dabei, da habt ihr auf Twitter von mir schon gelesen, feiere ich nicht ganz so, aber der hat da ja ein paar Komplikationen mit dem Trainer und ich habe auch schon von einem Freund gehört, dass Belgien, also sie spielen häufig mit Dreierkette und dass da die ein paar Profis nicht ganz so mit klarkommen, dass der Trainer da mit der Dreierkette immer spielt, aber haben zuletzt auch recht solide gespielt und haben auch Spieler. Wenn ich das hier mal nach dem Marktwert sortiere, ist Belgien eine der Top-Nationen. Kevin De Bruyne, Hazard, Lukaku, Courtois im Tor, denn Alderweireld, Batshuayi, dann haben wir Vertonghen, Mertens, Carrasco, Tielemans. Also ich denke, Belgien geht da als Platz 1 hervor und das lege ich dann einfach mal fest.
Dann haben wir das nächste Land. Senegal wird von vielen unterschätzt in meinen Augen. Ich sehe Japan als Gruppenvierter an und sehe das Rennen der ersten Plätze zwischen Polen und Senegal und Kolumbien. Platz 1 macht dann für mich aber tatsächlich, auch wenn viele, denke ich mal, Kolumbien tippen, weil die haben keine schlechten Spieler. Ich habe jetzt gerade im Kopf natürlich jetzt Nummer 1 James Rodriguez, gucke hier aber gerne nochmal rein, wen sie noch, sonst noch so am Start haben. Denn ich denke, Kolumbien wird noch den einen oder anderen haben. Falcao fällt mir da direkt ein. Und dann Ospina im Tor. Dann haben sie noch Davinson Sanchez natürlich, Cuadrado, Zapata, Muriel, Arias. Also da sind interessante Spieler dabei, keine Frage. Aber ich denke, Polen ist in letzter Zeit recht souverän und gut aufgetreten. Ich finde auch, dass es in den meisten Analysen oder in den meisten Predictions von anderen, die das auf YouTube hochgeladen haben, ein bisschen zu weit nach unten gerutscht. Also Polen ist nicht schlecht. Polen hat einen guten Kader. Da gibt es nicht nur einen Lewandowski. Alle sagen immer, Polen, ja, da gibt es nur Lewandowski, aber die haben durchaus auch andere Spieler am Start. Natürlich ist Lewandowski das Aushängeschild. Es hat schon Grund, dass der da Kapitän ist, aber ich sag mal, als Mannschaft funktionieren die erstens gut. Dann haben sie einen Glick, bin ich der Meinung. Chesney im Tor. Zielinski, auch für mich ein sehr, sehr starker Spieler, vor allem sehr, sehr variabel. Und Krychowiak, in letzter Zeit nicht ganz so gut aufgetreten, aber ich finde, als Mannschaft funktionieren sie unglaublich gut. Und deswegen würde ich tatsächlich sogar sagen, nagelt mich gerne ans Kreuz dafür, aber ich sag, Polen wird vor Kolumbien Erster. Und ich gehe nachher nochmal auf Kolumbien und Senegal ein. Das sind aber für mich jetzt erstmal die Gruppenersten, den ganzen Gruppen. Ich denke, zu 100%, es wird in irgendeiner Gruppe eine mega Überraschung geben. Die kann ich natürlich jetzt sehr, sehr schwierig predikten, aber ich bin mir recht sicher, in irgendeiner Gruppe wird es eine Überraschung geben, mit der wir jetzt null rechnen. Ob es jetzt hier, ja, in der Gruppe ist für mich mit die härteste Gruppe mit, da glaube ich, werden die beiden das schon machen, aber ob das hier in Gruppe E ein Costa Rica wieder ist, die vor 4 Jahren war das, glaube ich, oder war es schon vor 8 Jahren? Uiuiui, da nagelt mich jetzt auch wieder nicht ans Brett, aber Costa Rica vor 4 Jahren, sage ich jetzt einfach, ich lege mich fest, vor 4 Jahren unfassbar stark gespielt. Ich gehe nicht davon aus, dass Costa Rica das Ganze wiederholen wird. Ich habe auch bei vielen gelesen, Costa Rica Zweiter hinter Brasilien, Costa Rica Zweiter hinter Brasilien, sehe ich nicht so, aber wir gehen gleich auf die Gruppe ein. Das sind jetzt erstmal meine Tabellenersten in den jeweiligen Gruppen. Dann kommen wir jetzt zu den Gruppenzweiten und das ist in meinen Augen nochmal ein wenig komplizierter. Was ich aber ansprechen kann nochmal, bevor wir jetzt hier richtig reinstarten, falls ihr nochmal Bock habt, ich weiß, ich rede wahrscheinlich schon ziemlich viel, aber falls ihr nochmal Bock habt auf eine richtig ausführliche Analyse der verschiedenen WM-Mannschaften, des Turnierbaums und so weiter und so fort, dann schreibt es mir in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da oder ich werde einfach mal oben rechts eine Abstimmung reinhauen. Falls ihr nochmal Bock habt auf eine richtig ausführliche Analyse, da will ich dann aber auch, das könnte wirklich dann an die 2 Stunden rangehen. Also das wird dann richtig ausführlich, wir gucken uns jede Mannschaft an, jeden Kader, FIFA-Ranking, das könnte dann wirklich schon an die 2 Stunden rangehen oder sowas. Also ich schätze mal, das hier wird an 20 Minuten rangehen, also es ist noch relativ kurz, weil ich relativ viel über die Mannschaften wahrscheinlich rede, aber falls ihr Bock habt, stimmt einfach mal oben rechts ab, schreibt es mir in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt und ja, dann geht es weiter Richtung Gruppe A und zwar den Zweitplatzierten und Saudi-Arabien schließe ich schon mal aus, das kann ich von vornherein sagen, Saudi-Arabien sehe ich nicht in der Lage, da den Gruppenzweiten mitzunehmen, die sehe ich als Gruppenvierter, aber für mich ist das Duell eigentlich Ägypten gegen Russland. Ägypten ist, glaube ich, im FIFA-Ranking, lass mich nachgucken, weiter vorne, ja, auf 30. Russland ist auf 65 und damit hinter Saudi-Arabien. Ich schätze trotzdem, dass Russland das machen wird. Ich gehe meistens mit relativ hohen Erwartungen an Russland in die WM rein, in die ganzen WMs in den letzten Jahren, weil Russland ist eigentlich vom Kader her nicht so schlecht. Also die haben schon ein paar Spieler, die Fußball spielen können. Bei Ägypten sehe ich das Ganze so ein wenig Mo Salah orientiert. Also da wird Mo Salah das Ganze reißen müssen. Das könnte für mich zum Beispiel die Überraschung sein. Wenn Mo Salah da Weltklasse spielt, könnte ich mir sogar vorstellen, dass Ägypten Erster wird. Also da wird für mich sogar das Duell Ägypten gegen Uruguay entscheidend sein. Ich weiß nicht, wann das in der Gruppe ist. Lasst mich einmal kurz hier meine Excel-Tabelle aufmachen. Dann weiß ich sogar ganz genau. Ich hoffe, das öffnet sich jetzt nicht vor euch. Ich hoffe, das öffnet sich überhaupt. Ja, es öffnet sich. Und ich hoffe, dass es wäre eigentlich interessant, wenn das direkt das erste Spiel ist. Okay, ihr habt das, glaube ich, gerade einmal gesehen. Aber das erste Spiel ist, ja, Uruguay gegen, ja, welche Mannschaft wollte ich jetzt gucken? Ägypten gegen Uruguay. Das ist
Das Spiel. Bin ich blind? Das ist sogar direkt am Anfang. Das ist direkt am Freitag, den 15.06. um 14 Uhr. Also, das könnte für mich schon mal ein sehr, sehr, sehr wichtiges Spiel werden. Das ist für mich sogar das wichtigste Spiel am Anfang. Wenn Ägypten da wirklich Uruguay überrennt, dann könnte ich mir vorstellen, Ägypten wird nachher sogar Erster oder... Wenn Ägypten Uruguay gewinnt, sage ich, Ägypten kommt weiter. Wenn Ägypten Uruguay nicht schlägt, dann kommt Russland weiter und Ägypten ist draußen. Deswegen, ich sage, Russland wird Zweiter, Ägypten wird Dritter, Saudi-Arabien letztendlich Vierter. So, weiter geht es dann in Gruppe B. Ich habe viel gelesen, Iran, Übermannschaft. Es hat niemand getippt, aber in den Kommentaren so oft, Iran hat so stark gespielt. Klar, Iran hat in den letzten 4 Jahren, ich habe es mir angeguckt, glaube ich, 4 Niederlagen und an die 20 Siege oder sowas. Also sehr, sehr souverän, aber ich schaue mir das gerne nochmal an. Guckt euch bitte auch an, gegen was für Mannschaften Iran gespielt hat in den letzten Jahren. Die sind jetzt nicht unbedingt maßstabgebend oder Maßstab oder sind nicht unbedingt der Maßstab. Also ich finde jetzt, die Mannschaften sind nicht die überstärksten. Zuletzt gegen Türkei, glaube ich, gestern war das, wenn ich mich nicht irre. Lasst uns kurz reinschauen. 28. Ja, war gestern. 2-1 verloren, also da ist schon mal die Niederlage am Start. Dann gegen Usbekistan. 1-0 gewinnen. Ja, ist jetzt nicht die Welt, also... Da sehe ich Algerien sogar stärker, gegen die haben sie 2-1 gewonnen. Gegen Tunesien dann auch verloren. Gegen Sierra Leone haben sie 4-0 gewonnen. Hoher Sieg, ja. Aber Sierra Leone sagt mir überhaupt nichts. Hat einen Marktwert, Gesamtmarktwert von 600.000. Also ich denke mal nicht, dass das so Maßstäbe sind für Weltmeisterschaftsspiele. Wir schauen mal in 2017 rein. Nur eine einzige Niederlage, aber das dann eben auch. Gegen Irak ist für mich auch nicht die Übermannschaft. Sie haben gegen Südkorea unentschieden gespielt, gegen Syrien unentschieden gespielt, gegen Russland. Das ist für mich das stärkste Spiel, was sie gemacht haben. Haben sie 1-1 gespielt. Das ist für mich echt stark, aber trotzdem sehe ich Iran da nicht vorne mit dabei bei Portugal oder Spanien. Spanien ist für mich sowieso da Platz 1 und Marokko habe ich mir jetzt noch nicht so genau, oder Marokko habe ich bisher noch nicht so genau unter die Lupe genommen. Ich kann mal kurz aus FIFA-Ranking schauen. Marokko 48, Iran 34, aber Spanien ist halt nur 8, Portugal 3 aufgrund der Europameisterschaft. Aber ich denke auch nicht, dass Portugal ganz oben nachher mitspielen wird. Die werden Zweiter sein, souverän, und das war's. Also gucken wir mal, wen hat Marokko denn so schönes? Ein Harit von Schalke, ein Benatir, ein Ziyech. Also sind ein paar gute Spieler bei, nur die Frage ist, wie sie das als ganze Mannschaft kompensieren. Munir im Tor sagt mir nichts. Da Costa, linker Innenverteidiger, sagt mir auch nichts. Hakimi von Real Madrid, linker Verteidiger. Ich würde tatsächlich sogar darauf tendieren, dass ja das Spiel Iran-Marokko wird entscheidend sein. Ich glaube sogar, dass das dann unentschieden geben wird, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn da jemand gewinnt, dann tendiere ich auf ein 2-1 Marokko oder sowas. Also ich denke sogar, Marokko wird Dritter. Und ganz ehrlich, für die Leute, denen meine Meinung nicht gefällt, schaltet am besten einfach ab. Es ist meine subjektive, persönliche Meinung. Ich denke mal, dass man da nicht viel Objektivität sehen kann. Ich werde versuchen, natürlich FIFA-Rankings, Spieler, alles Mögliche in den Fokus zu ziehen. Aber natürlich ist es trotzdem eine subjektive Meinung von mir. Und da denke ich, ja, hat jeder eine andere Meinung. Und da könntet ihr auch nicht mit meiner Meinung konform gehen. So, dann hier Gruppe C. Das ist für mich ja eine Gruppe, die ich zu häufig komplett anders bewertet sehe als auf vielen anderen Predictions. Und zwar sehen so viele Australien Zweiter. Also, ich glaube, ich habe mir Australien schon angeguckt. Come on, Australien wird da nicht Zweiter. Also, es könnte natürlich wieder die Überraschung sein des Turniers, aber ich gehe nicht davon aus, dass Australien Zweiter wird. Guckt euch lieber an Dänemark an. Ich denke eher, Dänemark wird da Zweiter sein. Ich schaue mir mal den Italien, sag ich schon. Italien ist ja leider nicht mit dabei. Hätte ich natürlich schön gefunden, wäre in Italien oder auch eine Niederlande mit dabei, leider nicht mit am Start. Aber ja, wen hat Australien denn groß? Ein Moy, natürlich ein Moy, ein Ryan, ein Lecky von Hertha, aber das war's dann schon. Also, ich weiß nicht, wo die großen Hoffnungen auf Australien herkommen. Ich schaue mir mal die letzten Spiele an. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr wisst, wo da die großen Hoffnungen auf Australien mitkommen. Wettbewerbsmannschaft, sagt das... Das wird zu jeder Mannschaft gesagt. Ich sehe Deutschland als krasse Wettbewerbsmannschaft. Ich sehe Spanien als krasse Wettbewerbsmannschaft. Aber die leisten auch was ohne Wettbewerb. Aber sind in Wettbewerben nochmal unfassbar stärker. So, letztes Spiel, das ich hier gesehen habe. Gegen Brasilien 4-0 verloren. Gegen Norwegen 4-1 verloren. Ich sehe in Australien da nichts. Also,
nimm mir das nicht übel, aber ich glaube nicht, wie andere, Australien wird Zweiter in der Gruppe. Nein, nein, nein. Nein, danke. Wir schauen dann lieber mal hier Richtung Peru, wo ich auch nicht viel Hoffnung sehe. Ich sag ganz ehrlich, ich logge schon mal ein, was ich denke. Aber wir schauen uns nochmal Peru an. Und da sehe ich auch nicht die Übermannschaften. Bei Guerrero gibt es ja hier lange Diskussionen, sollte er dabei sein, sollte er nicht dabei sein. Peru hat Island 3-1 geschlagen zuletzt im Freundschaftsspiel. Das war sogar gestern auch. Also das ist schon mal nicht schlecht. Island, ich weiß nicht warum, Island hat eine super, super Fangemeinschaft. Aber ich glaube auch nicht, dass Island was reißen wird. In der Europameisterschaft haben sie es, glaube ich, nicht schlecht gemacht. Aber ich glaube es trotzdem nicht, dass sie was reißen wird. Aber hier zum Beispiel Peru, letzte Spiele gegen Island gewonnen, gegen Kroatien gewonnen. Das ist nicht schlecht, das ist echt gar nicht so schlecht. Gegen Australien hier gewonnen. Nee, das ist Neuseeland. Ich habe die Flagge nur ganz klein gesehen. Gegen Australien haben sie nicht gespielt. Davor gegen Neuseeland ein Unentschieden. Nochmal hier weiterschauen. Peru gar nicht so schlecht. Also sie waren natürlich in den Playoffs. Da gegen Neuseeland konnten sich durchsetzen durch ein 2:0 und 0:0. Aber davor WM-Quali, Venezuela 2:2, Uruguay 2:1 gewonnen. Bolivien 2:1 gewonnen, Ecuador 2:1 gewonnen, gegen Argentinien ein 0:0, gegen Kolumbien ein 1:1. Ich würde sogar sagen, Australien wird letzter. Und auch wenn so viele Australien da auf... Ich verstehe es nicht, warum Australien zweiter? Ich sehe Peru und Dänemark beide stärker. Das ist meine persönliche, subjektive Meinung. Und... ja, ich sehe, wie gesagt, Dänemark vorne. Da haben wir einen Eriksen, der ein Spiel entscheiden kann. Wir haben einen Sisto, der nicht schlecht ist. Wir haben in der Innenverteidigung einen Kjær, der auf jeden Fall Erfahrung hat. Delaney von Werder Bremen, der jetzt da kurz vorm Sprung zum BVB ist. Wir haben einen Lasse Schöne von Ajax Amsterdam. Wir haben sogar noch einen Paulsen auf der Bank, einen Fischer, der nicht schlecht ist. Also ich schaue mir auch nochmal die Spiele an. Vielleicht gehe ich doch sogar nochmal auf Peru, aber... Aber. King Panama 1. Ich glaube, ich gehe sogar doch noch auf Peru. Ich glaube, ich gehe tatsächlich doch noch auf... Oh, Dänemark hat Polen 4:0 vom Platz gefegt. WM-Quali. Gegen Deutschland 1:1 war natürlich nur ein Freundschaftsspiel und ist ein Jahr her, aber... Ich glaube, ich bleibe doch bei Dänemark. Aber das ist für mich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Dänemark gegen Peru... Das entscheidet sich, aber ich schließe da Australien aus. Es hauen viele Australien sehr weit nach vorne, ich schließe Australien aus. Das ist jetzt einfach mal so meine subjektive Meinung. Und damit haben wir die Gruppe durch. Gruppe D wird hart. Island glaube ich nicht dran. Auch wenn da wieder viele auf Island glauben. Kroatien sehen viele für mich zu schlecht ein. Kroatien ist natürlich mal mehr angesehen gewesen. Aber ich finde, die haben mittlerweile jetzt wieder einen ganz entspannten Kader am Start. Wenn man jetzt mal 4 Jahre zurückguckt, bei der letzten WM, schaue ich mir da den Kader mal an. Da haben sie, ich weiß nicht wie abgeschnitten, aber da hatten sie einen Modric, der da das Maß aller Dinge war. Ein Mandzukic, ein Rakitic. Und dann hat es schon so langsam aufgehört. Aber dieses Jahr, müsst ihr überlegen, ist Kroatien für mich um einiges stärker geworden. Wir haben natürlich einen Rakitic und einen Modric. Die sind die Mittelfeldachse schlechthin. Das ist eines der Top-Mittelfelder. Ich finde, wir haben hier einmal Real Madrid, wir haben hier einmal Barcelona. Also da sehe ich Kroatien ganz, ganz weit vorne. Dann haben sie auf dem Flügel einen Perisic. Der spielt auch super. Also jetzt in letzter Zeit ist er ein bisschen im Tief, aber ich finde, solche Tiefs können bei der WM gerne mal wieder aufgelöst werden. Also für mich ist da Kroatien auf jeden Fall auch eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen sollte. Und für mich ist Perisic zum Beispiel auch ein Top-Flügel. Wir haben da auch noch ein Kovacic im Mittelfeld. Spielt auch bei Real Madrid. Wir haben einen Vesalko. Spielt bei Atletico. Wir haben einen Mandzukic. Spielt bei Juventus. Ein Lovren. Ja, halte ich nicht so viel von. Bin ich ganz ehrlich. Aber spielt immerhin auch bei Liverpool. Brozovic im Mittelfeld. Wir haben echt starke Spieler. Und jetzt mittlerweile auch im Sturm was Solides. Mit einem Kalinic erstmal. Der hat unfassbar viel Erfahrung. Ist 30 Jahre alt. Spielt bei Milan. Und dann... Für mich der Spieler, der eher als Nummer 1 reingehen sollte, das ist Kramaric. Spielt bei Hoffenheim,
ich würde dem sogar mehr zutrauen als Hoffenheim. Also Kramaric ist für mich ein Topspieler und dann für die Flügel haben wir halt noch einen Rebic von Frankfurt, einen Piatscher, wenn er so ausgesprochen wird, von Schalke, der jetzt wieder zurück zu Juve geht, glaube ich. Wir haben sogar noch einen Jetwa hier ganz, ganz unten aufgelistet, weil der zu einem der marktwerttiefsten gehört und der ist halt auch nicht schlecht. Also ich sehe Kroatien sehr, sehr positiv bei dieser WM entgegen. Ich finde, die haben ordentlich was getan, haben wieder einen soliden Kader und ich glaube auch tatsächlich, dass Kroatien hier als Zweiter weiterkommt. Nagel mich gerne ans Brett, aber ich glaube, Kroatien kommt hier als Zweiter weiter und spielt eine solide WM. Haben gegen Peru 2-0 verloren, ja. Geht in Ordnung, komme ich mit klar. Aber Peru war ich auch ganz, ganz dicht dran, dass die weiterkommen. Also bin ich ganz ehrlich, gegen wen haben sie noch so zuletzt gespielt? Gegen Ukraine gewonnen, gegen Kosovo gewonnen, ist jetzt nicht so das Maß aller Dinge. Ukraine nochmal gewonnen, gegen Griechenland 4-1 gewonnen in den Playoffs. Ich sehe Nigeria dichter an Kroatien dran als Island, bin ich ehrlich. Und deswegen schaue ich mir auch nochmal kurz Nigeria an, bei denen ich im Kopf habe, dass die sich zuletzt gar nicht schlecht präsentiert haben und auch Spieler haben, die Umschaltspiel sehr, sehr gut umsetzen können. Erstmal ein Didi-Abräumer. Frage ist hier als verletzt markiert. Bis wann fällt der denn aus? 6.6. Das heißt, zur WM sollte er wieder fit sein. Aber gucken wir jetzt mal auf die Umschaltspieler. Moses, Musa, Iwobi, Iheanacho. Das sind Spieler, die können Konter umsetzen. Also, da bin ich sogar... Es ist schwierig. Ich gehe trotzdem auf Kroatien. Wir schauen mal kurz auf die letzten... Ups, das wollte ich nicht. Wir schauen mal kurz auf die letzten Spiele von Nigeria. Gegen Serbien 2-0 verloren. Dann schauen wir weiter auf Polen. Polen 1-0 geschlagen. Ich sehe Polen sehr, sehr weit oben. Ihr seht hier, Polen Gruppenerster. Aber es sind internationale Freundschaftsspiele. Denkt immer daran... Ich sehe hier Leute, die den internationalen Freundschaftsspielen sonst was für eine Last geben. Die sind kurz vor der WM. Glaubt ihr, die Mannschaften treten da auf, wie sie bei der WM auftreten wollen? Glaubt ihr, die geben da wirklich alles preis, was sie bei der WM zeigen wollen? Deutschland gegen Spanien, perfektes Beispiel. Ich glaube, es war ein mega krasses Spiel. Wer das gesehen hat, taktisch auf sehr, sehr hohem Level. Es sind zwei, ich weiß nicht mehr, wie es ausgegangen ist tatsächlich. Ich schaue es mir kurz nochmal an, wie es ausgegangen ist. Es sind nicht viele Tore gefallen. Ich glaube, es war ein Unentschieden. War es ein 1-1? Ich glaube, danach haben wir gegen Brasilien verloren und davor war es ein Unentschieden gegen Spanien. Es war tatsächlich ein 1-1. Aber das war taktisch auf einem unfassbar hohen Level, dieses Spiel. Und ich würde behaupten, dass das bei der WM ein taktisch sehr, sehr hohes Spiel sein wird. Aber es wird nicht so laufen, wie es hier gelaufen ist. Weil beide Mannschaften mit zu dem Top 5 Favoritenkreis gehören bei der WM, glaube ich. Und das wäre das Schlimmste, was sie machen können gegen einen solcher Spieler. Ich glaube, Spanien und Deutschland könnten im Halbfinale aufeinandertreffen. Gegen eine von solchen Mannschaften ihre komplette Taktik offenlegen und genau zeigen, wie sie gegeneinander antreten wollen. Haben beide Mannschaften nicht gemacht. Haben sie, glaube ich, danach Löw und... Oh mein Gott, wer ist jetzt nochmal Trainer von Spanien? Das fällt einem auch mal so schnell aus dem Kopf, wenn man so viele Mannschaften hier hintereinander sieht. Aber auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Ich glaube, beide Trainer haben danach gesagt, dass das auch nicht die Taktik wird, mit der sie bei der WM starten werden. So, nächste Gruppe. Wir gehen rein in Gruppe E und es ist doch ein wenig länger geworden, als ich gedacht habe. Falls ich nochmal das ganz Ausführliche machen soll, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Da werde ich dann auch euch mit in die Kaderanalyse mit reinnehmen, dass ihr das Ganze auch seht. Aber wir kommen rein zur Schweiz. Ein Jan Sommer am Tor, ein Birki, ein Mbogo. Ich glaube, es war eigentlich Sommer, Birki und Hitz. Hitz ist nachher zurückgetreten, deswegen ist Mvogo von Leipzig reingezogen worden. Kann ich nicht viel zu sagen, ist in Ordnung. Aber der Kader zuletzt, es war ein Freundschaftsspiel. Ich habe selber gerade gesagt, legt auf Freundschaftsspiele nicht viel. Aber ein 6-0 ist schon dann in einem Freundschaftsspiel sehr, sehr viel. Gegen Panama natürlich. Und da frage ich mich wieder, wo sehen alle Panama so weit vorne? Ich habe hier irgendwas gesehen. Gruppe G, wer kommt weiter? England oder Panama? Ich sehe das Ganze sehr, sehr eng. Also ganz ehrlich, wir gehen nachher auf Gruppe G ein, aber ganz ehrlich, halte ich nicht viel von. Jetzt gehen wir aber mal auf die Schweiz ein. Letzten 15 Spiele. Sieg gegen Portugal, Sieg gegen Ungarn, Sieg gegen Andorra, Sieg gegen die Färöer Inseln. Ja, halte ich nicht viel von. Sieg gegen
Lettland, Sieg gegen Weißrussland. Kommt da nochmal eine gute Mannschaft? Nee. Die letzten Mannschaften waren dann halt Sieg gegen Griechenland und Sieg gegen, hatten wir gerade eben, Panama. Sind für mich jetzt auch nicht die Spiele, wo man sich beweisen kann. Also, ich weiß es nicht. Ich halte von Serbien auch nicht wenig bei der WM. Costa Rica sehe ich als Gruppenletzter, außer sie überraschen wieder. Aber wir schauen uns einmal den Costa Rica-Kader an. Wie gesagt, ich frage mich, wo da alle wieder sagen, Costa Rica könnte so viel reißen. Sehe ich nicht so. Gesamtmarktwert 44 Millionen. Haben im Tor einen Keylor Navas, aber ich glaube, danach war es das. Danach kommt Celso Borges, Campbell kennt man. Ruiz hat, glaube ich, vor 4 Jahren nicht schlecht gespielt, ist aber mittlerweile auch 32. Und dann sind wir schon bei Marktwerten um die 300.000. Zuletzt gegen Tunesien verloren. Zuletzt gegen Spanien 5-0 verloren, gegen Ungarn verloren, gegen Panama tatsächlich sogar verloren. Costa Rica wird letzter in der Gruppe. Also, es tut mir leid für die Leute, die Costa Rica hier als Zweiter sehen, die Panama hier fast als Zweiter sehen. Ich sehe es nicht so. Es ist meine objektive Meinung. Ich sag, meine subjektive Meinung natürlich. Ich sehe Schweiz als Zweiten. Gucken wir uns nochmal Serbien an. Ich sehe Serbien gar nicht schlecht. Aber ich glaube, Frankreich funktioniert als, Frankreich sage ich schon. Ich glaube, Schweiz funktioniert als Konstrukt besser. Gucken wir uns mal kurz die Marktwertvergleiche an. Schweiz hat einen Marktwert als Mannschaft von 200, oh, sind aber eng beieinander. Schweiz von 227.000, Serbien, glaube ich, von 265.000. Also sind sehr, sehr eng beieinander. Ich glaube wieder, es wird zwischen Schweiz und Serbien entschieden, wer Zweiter wird. Ich glaube, Costa Rica rutscht da raus. Gucken uns den Kader von Serbien mal an. Innenverteidigung, Nastasic Ivanovic, ist nicht schlecht. Links Kolarov, auch nicht schlecht. Im Tor allerdings dann einen, tut mir leid für alle Serben, falls ich das jetzt falsch ausspreche, Stojkovic. 34 Jahre alt, sehe ich nicht, halte ich nicht viel von. Mittelfeld natürlich ganz solide, so eigentlich. Mit einem Matic, ein erfahrener Spieler, kann ich nicht viel zu sagen. Und dann Milivojevic von Crystal Palace, glaube ich. Haben Erfahrung drin, 2 Premier League Spieler. Sollte ganz gut laufen eigentlich. Dann haben wir offensiv, finde ich, das Stärkste. Kostic, beim HSV viel kritisiert. Ich finde, in der Nationalelf spielt er anders als beim HSV. Sehr, sehr starke Nationalelf-Einsätze von ihm. Und dann haben wir noch einen Tadic, einen, da spreche ich ihn jetzt hundertprozentig falsch aus, einen Lajic und einen Mitrovic. Und noch ein paar Spieler auf der Bank. Zum Beispiel ein Maximovic, den ich nicht schlecht sehe. Ein Grujic sehe ich auch nicht so schlecht. Und auch ein Zivkovic halte ich ein bisschen was von. Aber ich glaube trotzdem, Schweiz kommt Zweiter als Zweiter. Schweiz kommt Zweiter als Zweiter, weiter als Zweiter und Serbien wird dann Dritter, Costa Rica Vierter. Gruppe F, die Deutschlandgruppe. Südkorea wird Letzter, es entscheidet sich zwischen Schweden und Mexiko. Schweden hat souverän gespielt gegen Italien, glaube ich, in den Playoffs. Lasst mich das kurz nachschauen. Alles ist dann doch nicht im Kopf hängen geblieben, aber ich glaube, es war Italien. Aber ich halte von Schweden bei der WM jetzt nicht so viel. Ich glaube, ich kann schon mal einloggen, Mexiko wird Zweiter in der Gruppe. Gegen Italien haben sie tatsächlich sich durchsetzen können. Konnten dann sogar 1-0 gegen Dänemark gewinnen, was für mich sehr, sehr glücklich ist. Aber dann gegen Chile verloren, dann sogar gegen Rumänien verloren. Ich habe selber gesagt, ich halte nicht viel von Testspielen. Haben tatsächlich sogar gegen Frankreich bei der WM-Quali gewonnen, gegen Portugal auch. Aber ich glaube trotzdem, bei der WM wird die Gruppenphase das aus sein. Ich sage, Mexiko kommt hier weiter als Zweiter hinter Deutschland. Aber ist wieder, ich sage ja, wie ich am Anfang angesprochen habe, deswegen habe ich erstmal die ersten, bin ich erstmal durchgegrast, weil ich glaube, der zweite Platz entscheidet sich oftmals sehr, sehr eng bei 2 verschiedenen Nationen. Und das ist in dieser Gruppe Mexiko und Schweden ganz klar, die da den Platz 2 unter sich ausspielen werden. Chicharito haben wir hier, wir haben einen Aquino, der nicht schlecht ist. Ich gucke mir gerade mal die Mannschaft an. Ich gucke mal kurz nochmal aufs FIFA-Ranking. Da ist Mexiko 16., Schweden 25. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin kein Fan vom FIFA-Ranking. Kann ich auch nochmal ansprechen, aber möchte jetzt auch nicht so ausführlich drauf eingehen. Gegen Kroatien 1-0 verloren, gegen Island dafür gewonnen, gegen Bosnien-Herzegowina gewonnen. Und dann schauen wir nochmal auf 2017, da haben sie sehr, sehr stark gespielt.
Vor allem in der WM-Quali haben sie alles weggehauen. Costa Rica 2-0 und 1-1. Oh, ich bin mir unsicher da. Das ist zum Beispiel, da bin ich mir sehr, sehr unsicher. Da können Schweden genauso gut weiterkommen. Das wird sich wieder am direkten Duell entscheiden. Und da schaue ich mal, wann die gegeneinander spielen. Oh, ich glaube, ich könnte sogar eine Analyse machen, wo Schweden weiterkommt. Also das ist für mich wirklich eines der härtesten Dinge, die ich bisher habe. Wann spielt Mexiko gegen Schweden? Gruppe F ist das. Da haben wir Mexiko gegen Schweden. Letzter Spieltag, 27.06. Ich entscheide mich jetzt hier für Mexiko, aber ich sag ganz ehrlich, ich könnte mich genauso gut für Schweden entscheiden. Und ich glaube, beide scheiden danach aus. Also ist nicht so wichtig. Also hier, glaube ich, ist es relativ eindeutig England, Zweiter. Ich halte von Panama nicht viel, auch wenn viele von Panama viel halten. Warum auch immer. Tunesien sehe ich vor Panama sogar. Aber England wird Zweiter. Dann Gruppe H. Da habe ich sogar tatsächlich schon mal mit einem Freund drüber geredet. So, da muss ich jetzt immer wieder den richtigen Tab hier aufkriegen. Ein wenig verwirrend, wenn man hier vier verschiedene Fenster offen hat und da dann noch zig Tabs. Und zwar Senegal hat eine sehr, sehr gute Mannschaft. Also die werden sehr häufig unterschätzt und ich halte von Senegal viel. Die haben ein Mané, einen Diouf. Dann haben sie hier einen Saïvé, von dem halte ich nicht so viel, da gibt es bessere in meinen Augen. Aber in der Innenverteidigung haben sie unter anderem einen Koulibaly und einen Sané, der jetzt zu Schalke wechselt. Ein Traoré auf links, ein Tor Diallo, der sagt mir jetzt nicht so viel. Und ein Djilobocci, ist auch ein bisschen bekannter für die, die nur Bundesliga gucken. Bei Werder Bremen, glaube ich, zuletzt gewesen per Laie. Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Aber da sind auf jeden Fall Spieler dabei, die man kennt. Marktwertsortierung einmal hier anschauen und danach gucke ich mir einmal das FIFA-Ranking an, auch wenn ich davon nicht so viel halte. Mané, Koulibaly, Keita Balde von Monaco, Gouye von Everton, Sané von Hannover, jetzt Schalke. Boah, die haben echt starke Spieler und auch im Mittelfeld sehr, sehr abgesichert. Und dann schauen wir mal kurz hier rein auf das FIFA-Ranking und da ist Senegal auf 32, Kolumbien allerdings auf 13, Polen auf 6 vor Frankreich. Fragwürdig, fragwürdig. Ich halte von Frankreich mehr als Polen. Und genau deswegen halte ich vom FIFA-Ranking nicht so viel. Natürlich ist das Ganze rechnerisch und hat auch ihre Daseinsberechtigung. Allerdings, weiß ich nicht, halte ich nicht so viel davon. So, und das heißt, Senegal hat keine schlechte Mannschaft. Ich glaube trotzdem, Kolumbien wird der Zweite, Japan wird Letzter, sage ich in meinen Augen. Kolumbien. Die haben einen James Rodriguez, einen Sanchez, Cuadrado, Falcao, Zapata, Muriel, Arias, Izquierdo, Bacca. Ja, die werden Zweiter. Also kadermäßig sehe ich die trotzdem noch überlegen, vor allem mit mehr Erfahrung. Und deswegen, glaube ich, machen sie da Platz 2 klar. Und dann ist das Gruppe H. Dann kommen wir zum Achtelfinale. Und ja, da bin ich eigentlich zu allen recht eindeutig aufgestellt. Ich glaube, Uruguay macht das Rennen gegen Portugal. Portugal ist Europameister, ich weiß das. Ich sehe Uruguay aber sehr, sehr breit und stark aufgestellt. Defensive, das mega solide Bollwerk aus Godin und, oh mein Gott, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Ich habe sein Gesicht im Kopf, aber mir fällt der Name nicht ein. Godin und, wie heißt der? Ich muss es jetzt nachgucken und wenn ich den Namen gleich lese, denke ich mir, oh mein Gott, wie konnte ich da jetzt gerade nicht drauf kommen? Es ist Godin und Jimenez, genau. Ich glaube, die werden das machen. Ich sage auf Uruguay. Hier ist es für mich recht eindeutig, das wird das Ende des Gastgeberlands Spanien. Hier wird es auch eindeutig Frankreich, hier glaube ich, muss ich auch nicht viel diskutieren. Auch wenn ich sicher bin, Argentinien scheidet in der nächsten Runde aus. Ich sehe die nicht so stark wie vor 4 Jahren. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das relativ eng wird. Ich glaube aber Argentinien. Aber wie gesagt, ich habe vorhin schon angesprochen, ich denke, eine Überraschungsmannschaft wird es geben. Brasilien, Deutschland, Belgien. Für mich fast sogar das härteste Match hier. Aber das wird nachher England für sich entscheiden. Weiter geht es mit den Viertelfinals. Da wird es Frankreich. Ich habe es gerade eben schon gesagt, ich glaube, Argentinien wird diesmal nicht so stark aufspielen wie vor 4 Jahren. Da wird es Spanien in meinen Augen. Hier wird es dann tatsächlich Brasilien. Die werden die Dreierkette von Belgien, sollten sie da so spielen, komplett überrennen.
Und dann die letzte Gruppe oder die letzte Partie im Viertelfinale, das ist für mich sehr, sehr eng. Das ist für mich sogar das spannendste Viertelfinale. Aber ich glaube tatsächlich, dass es Deutschland machen wird. Dann kommen wir hierher. Hier, glaube ich, wird es sehr schwer für die Offensive von Brasilien. Da werden dann in der Defensive durch Frankreichs Offensive Lücken aufkommen. Da kommt Frankreich weiter. Und dann hier ist das... Ich kann hier eigentlich eine Münze werfen. Ich kann hier eine Münze werfen und dann entscheidet sich, wer hier weiterkommt. Da wird die Tagesform zu 500% komplett entscheiden. Das sind für mich die Mannschaften, die zu 95% auf einem Level spielen. Ich tendiere sogar ein Tickchen zu Spanien. Obwohl, ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, ich kann hier eine Münze werfen und die Münze entscheidet. Ich sag jetzt einfach mal Deutschland, weil Deutschland mein Heimatland ist, ich weiß es nicht. Wie gesagt, das ist 50-50. Und ich glaube, beide werden das Finale gegen Frankreich verlieren. Das ist meine kurze WM-Prediction. Ich weiß nicht, wie lange sie jetzt ist, aber ich hoffe, sie ist nicht ganz so lang. Falls ihr nochmal eine ausführliche WM-Prediction sehen wollt auf diesem Kanal, lasst gerne einen Daumen nach oben da, stimmt oben rechts in der Ecke ab, dann werden wir die Vereine durchgrasen. Vielleicht auch nochmal auf eine Gruppe analytisch eingehen. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr demnächst sehen wollt. Falls irgendwas in den Kommentaren auftaucht, wo ihr denkt, ja, genau, das will ich auch sehen, lasst dann natürlich einen Daumen nach oben da, falls euch das Video gefallen hat. Lasst definitiv hier auch einen Daumen nach oben da und dann wär's das von meiner kurzen und knackigen, ich weiß nicht, darf ich das noch sagen, aber kurzen und knackigen WM-Analyse gewesen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.